Die Blumen verblühten und die Seen wurden trüb und schmutzig. Die Luft war kalt und unwirtlich. Peter und seine Seelenverwandte waren verwirrt und ängstlich. Sie wussten nicht, was geschah. Dann sah Peter etwas, das ihm das Blut in den Adern gefrieren ließ. In der Ferne sah er eine Gruppe von Menschen. Sie waren alle schwarz gekleidet und hatten leere Augen. Sie starrten Peter und seine Seelenverwandte an. Die Gruppe begann sich auf Peter und seine Seelenverwandte zuzubewegen. Peter wusste, dass sie in Gefahr waren. Er musste etwas tun. Er nahm seine Seelenverwandte an der Hand und rannte davon. Sie rannten so schnell sie konnten, aber die Gruppe war schneller. Die Gruppe holte Peter und seine Seelenverwandte ein. Sie umringten sie und starrten sie mit ihren leeren Augen an. Peter wusste, dass sie sterben würden. Dann hörte er eine Stimme. Peter, du musst sie besiegen, sagte die Stimme.